Chat, ich habe selten so krasse Cornflakes gegessen. Diese Tresor-Dinger sind nicht mehr normal. Also Real Talk, diese Tresor-Dinger, die haben so eine richtig geile Füllung. Boah. Die sind schon geisteskrank. Jetzt glaubt Sascha sein Video. Nicht mal ein Jahr nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki testet die US-Armee zwei neue, noch schlagkräftigere Atombomben im Bikini-Atoll. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat er nicht gemacht. Oh. War ich endlich wieder so weit? Ich hatte kurz Angst, dass Nico heute wieder da ist. Ah, so. Oh, jetzt geht's. Heute kommt eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Das heißt, ich war mal wieder unter meinen Videos unterwegs, um eure Kommentare zu lesen. Leute, ganz übel. Jetzt ist mir plötzlich wieder so schlecht. Ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Alt vor einem Monat. Dicker. Danke dir, Dicker. Sehen uns wieder in einem Jahr. In einem Jahr? So früh? Ich denke, wir haben richtig viel. Digga, hat Monte wirklich vor 2 Jahren das letzte YouTube-Video hochgeladen? Der Mann ist auch so ein Fettsack. Digga, warum steht die überall 2 Jahre? Hä? Haustour Teil 3. Hä, warum macht er denn so wenig Videos? Das verstehe ich nicht. White Mode, ja, was kann ich dafür, Chat? Ah, ja. So. Aber auch nochmal Grüße an die Community. 35.678 Daumen nach oben auf diesen Kommentar. Hä? War da... War der ABK unten? 35.678 Daumen nach oben auf die... Die Likes müssen gekauft sein. Diesen Kommentar, das zeigt einfach, wie viele Menschen da draußen, insbesondere auch ich, an mich glauben. Also... Mein Opa hatte damals von dir erzählt. Damals, als er noch jung war. Danke, dass ich das doch miterleben konnte. Simon, wer ist dein Opa? Das ist so respektlos mit Knossi, dass er dann immer ein normales Bild nimmt. Dank Sascha habe ich meinen Wochenrhythmus nach einem Jahr wieder. Danke dir, Dicker, und schönen Sonntag. Nicht nur an Vincent, sondern an alle, die dieses Video heute sehen, einen schönen Sonntag euch. Dumm, wer heute arbeiten war. Ich glaube, eine Auszeit von YouTube würde dir gut... Kam das Video wirklich am Sonntag? Vor 22 Stunden, welcher Tag ist heute? Stark, Digga. Wirklich stark. Gut tun. Einfach mal den Kopf frei bekommen und neue Inspirationen sammeln. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Sascha. Keine Sorge, mein Urlaub fängt ab jetzt an. Marcel, kannst du mir einen Eistee bringen? Klar, kein Problem. Oh. I need to know now. Bester Urlaub meines Lebens. Oh Mann, immer diese Arschbohr. Ein Jahr kein Video, dann plötzlich ein Video, das dann sogar fast 6 Minuten geht und ohne Werbung. Ohne Werbung? Mein RTL! Und das heutige Video ist gesponsert von... Digga, dieses Rad NordVPN. Display! Display macht hochqualitative Drucke auf Metall, wie von meinem Freund Rohat. Hello, Mama. Hä? Nee, Chat, nicht. Also, wenn ihr hier reinschreibt 1 zu 1, ne, ich schwöre, ihr seid so verloren. Wo 1 zu 1? Wo? Ich darf nicht so laut sein, die ganzen Jungs sind am Schlafen, bevor ich ausrasten muss. Wo 1 zu 1? Would you like to be my son? Oh, der Wichser, Digga. Der Wichser, Digga. Der Wichser. Der Wichser, Digga. Der Wichser. Wo kommt denn auf einmal der ganze Rauch her? Wir könnten mir in dieser Situation nur helfen. Okay, okay, ja. Ja, 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 ja. Standardskill, bester Mann. Displays kann man mit Hilfe von Magneten ganz einfach an der Wand befestigen. Kein weiteres Werkzeug ist nötig. Sorry, Dog. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist Rohat hin? Wir sitzen hier zu viert als Kumpels. Mit. Ey, Digga, der Typ ist so ein Wichser. Jedem Display, das du kaufst, pflanzt du auch automatisch einen Baum. Digga, ey. Ich habe euch meine Lieblingsbilder zusammengestellt und in der Videobeschreibung verlinkt. Über diesen Link bekommt ihr zusätzlich noch bis zu 44% Rabatt. Wow.
Boah, 44. Danke, Displate. Im Namen von Rohat und von mir, danke an Displate für die geile Kooperation. Mein RTL! Der Tag könnte nicht besser sein. Danke, Sascha, dass du so oft hochlädst. Master, ich sag dir eins, als du ohne Werbung geschrieben hast, da ist kurz mein Leben an mir vorbeigezogen. What a time to be alive. Klasse Episode. Hab deine Videos echt vermisst. Max. Digga, warum kommentiert der wie so ein 50-jähriger Rentner? Hä? Digga, die sind miteinander befreundet, die machen einen Podcast zusammen und der kommentiert sowas. Als Mob. Offline und ehrlich. Damn, boah, he's sick. Pünktlich um 18 Uhr, so wie gewohnt. Danke, Sascha. Edit, ich habe erst jetzt die Videobeschreibung des Videos gesehen. Es tut mir aufrichtig leid und ich möchte mich hier bei allen entschuldigen, die diesen Kommentar lesen. Du Martin, glaubst du, ich schreibe auch umsonst eine Videobeschreibung? Es lohnt sich immer, in die Videobeschreibung zu schauen. Ein 7 Minuten Sascha-Video. Ich fass es nicht. Nach dem TikTok werde ich offiziell. Wie er Simpson ausgesprochen hat, hat mir das Herz gebrochen. Was ist an Simpson falsch? Hä? Einfach Hamid, wie geil. Das ist ja geil. Das ist echt mega, dass du in deinen Videos so viele Leute integrieren kannst. Ey, ihr geilen Leute, ich bin jetzt hier bei dem krassen Jan bei Unsympathisch TV. Nein! Niemals! Für alle meine Zuschauer, Jeremy Fragrance, the number one fragrance icon. Ich liebe euch. Und jetzt los geht's mit einarmigen Liegestütze. OMG, hoffe es kommen jetzt wieder mehr Videos zu Fürth, beziehungsweise generell wieder wie früher. Habe diese Gruppe echt vermisst zu schauen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ach, dann bin ich aber mal schon was vorkommen. Jungs, ich bin am Start. Bitte mehr, mehr, viel mehr, noch mehr mit Nico zusammen. Nein. Sascha sucht 4 Bilder aus Schleswig raus. Auf 3 Bildern ist nicht Schleswig zu sehen. Perfekt. Ich korrigiere mich. Jetzt kommen 4 Bilder aus Schleswig. Ey. An der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr da draußen kurz Ohren spitzen, Tinder-Chats, Tinder-Profile oder sonstige Chats habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Danke nochmal für euren Support und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ey, das ist phänomenal. Das ist mega. Aber jetzt ab in die Liegestütze. Junge, wie laberst du voll?